Wie bewerten Sie die Regierungserklärung der Kanzlerin? Nun, das war ja ein sehr eindringlicher Appell und es war auch eine interessante Vorstellung, wenn man das so sagen darf. Also das erste Bedeutende ist, dass die Kanzlerin eine Regierungserklärung abgegeben hat. Sie hat ja eigentlich nichts Neues gesagt, das wussten wir alles schon, sondern das Signal ist, dass sie vor den Bundestag tritt und damit auch der Forderung nachkommt, die Parlamente stärker einzubeziehen. Im Bundestag wird das jetzt kontrovers diskutiert werden, aber das ist natürlich richtig, dass eine Krise, wenn sie länger dauert, auch parlamentarisch begleitet werden muss. Also das ist, glaube ich, das erste wichtige Signal. Das zweite, es zeigt doch bei der Bundeskanzlerin, die ja nicht zu besonderer Emotionalität neigt, wie ernst sie die Situation einschätzt. Und sie hat keine Notwendigkeit, sich in irgendeine Richtung zu profilieren. Sie wird im nächsten Jahr ihr Amt abgeben, sie wird für nichts mehr kandidieren. Sie ist wirklich umgetrieben von der Sorge um das Land und das sollten wir sehr ernst nehmen. Und der dritte Eindruck von dieser Regierungserklärung ist die Rüpel-Show, die die AfD-Fraktion veranstaltet hat, was auch zeigt, dass es ihr eigentlich nicht um die besten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geht, sondern darum, das Parlament zu diskreditieren, parlamentarische Arbeit zu diskreditieren. Und auch diese Botschaft sollten wir sehr ernst nehmen. Ja, da ist Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ihr ja eben zur Seite gesprungen, hat selbst noch mal gesagt, wie wichtig es sei. Man hatte fast das Gefühl, er müsse ihr den Rücken stärken. Ja, das ist die Rolle des Bundestagspräsidenten, wenn eine Sitzung gestört wird, einzugreifen. Und das hat er auch getan. Das hätte er auch bei jedem anderen Redner getan. Aber das Schauspiel, das da geboten wurde, ist wirklich unwürdig und es reflektiert auch nicht den Ernst der Situation, in der unsere Gesellschaft und die anderen europäischen Gesellschaften sich befinden, dass man jede einzelne Maßnahme kontrovers diskutieren kann und auch kontrovers diskutieren muss, ist selbstverständlich. Wenn man aber die Diskussion verhindern will, dann zeigt das, dass es nicht um die Sache geht. Und insofern war die Intervention des Bundestagspräsidenten meines Erachtens auch völlig richtig. Er hat aber nicht nur zur Ordnung aufgerufen, sondern hat ja auch noch mal erklärt, wie wichtig und notwendig das sei, was die Kanzlerin da im Moment gerade dem Parlament erklärt. Gleichzeitig hat Wolfgang Schäuble aber im Vorfeld auch kritisiert, dass das Parlament nicht genug mit einbezogen wird in das Management der Krise. Wie ist das zu bewerten? Ja, da hat der Bundestagspräsident völlig recht. Und die Regierungserklärung ist ja auch ein Schritt in die von ihm angemahnte Richtung. Krisen sind immer die Situation der Exekutive. Wenn das Rathaus brennt, dann können sie nicht erst das Stadtparlament tagen lassen, dann entscheidet der Feuerwehrchef. Das ist völlig klar. Wenn aber eine Krise länger dauert, dann muss das parlamentarisch und durch den öffentlichen Diskurs begleitet werden. Das hat Herr Schäuble ja schon vor circa einer Woche angemahnt und dem wird jetzt auch Rechnung getragen, sowohl im Deutschen Bundestag als auch, wie wir hören, in den verschiedenen Landtagen. Hat die Kanzlerin diese harten, ja nun bundesweit geltenden Einschnitte aus ihrer Sicht ausreichend erklärt? Sie hat das nicht getan. Das war aber auch nicht die Aufgabe der Regierungserklärung. Man kann jetzt jede einzelne Maßnahme natürlich hinterfragen. Wie groß ist das Infektionsrisiko wirklich in Gaststätten, wenn die sich ans Hygienekonzept halten? Ist es wirklich sinnvoll, den Kindersport zu untersagen, aber die Schule weiterzulaufen? Das alles muss im Detail diskutiert werden. Die Kanzlerin hat den Rahmen gesetzt und sie hat noch mal zwei Dinge deutlich gemacht. Zum einen, die Situation ist wirklich ernst und zum anderen, wir müssen jetzt zusammenstehen, miteinander und füreinander. Das war ja ihr Slogan sozusagen. Und insofern ist die Regierungserklärung der Kanzlerin jetzt der Auftakt für dann die Diskussion der Einzelmaßnahmen, die ja sicherlich auch wieder vor den Gerichten geführt werden wird. Die Kanzlerin hat eben gesagt, man könne 75% der Neuinfektionen nicht mehr nachvollziehen. Das scheint im Moment das Maß aller Dinge zu sein. Ist das das richtige Maß? Nun, es zeigt, dass die bisherigen Konzepte nicht funktionieren. Und das ist ja auch völlig verständlich. Denn wenn Sie mich fragen, wo ich vor 14 Tagen war oder vor einer Woche war, dann kann ich das nicht im Einzelnen rekonstruieren. Und neben wem ich in der U-Bahn gesessen habe oder in der Straßenbahn, das weiß ich so und so nicht.
Insofern ist diese Maßnahme zu sagen, wenn wir einen Infizierten haben, dann fragen wir den, wen er getroffen hat, und die rufen wir alle an, natürlich nur auf eine Situation ausgelegt, in der es sehr wenig Infizierte gibt. Insofern ist das nicht verwunderlich, dass dieses System nicht mehr funktioniert. Nun wird viel über die Rolle von Experten diskutiert. Kanzler, Amtschef Braun, aber auch andere haben darüber gesprochen, dass sie Experten zu Rate gezogen hätten. Nun gibt es aber auch Virologen, wie den Hamburger Virologen Jonas Schmidt-Schanner sieht, der sagt, die Maßnahme sei nicht verhältnismäßig und auch nicht geeignet. Wie soll man damit umgehen? Also das eine Erkenntnis aus der ganzen Krise ist ja, dass es erstaunlich viele Virologen in Deutschland gibt. Und es wäre ja geradezu unglaubwürdig, wenn die jetzt alle einer Meinung wären. Diese Pandemie ist etwas Neues. Das Virus in dieser Form ist offensichtlich etwas Neues. Vieles funktioniert im Augenblick mit der Methode Trial and Error, also Versuch und Irrtum. Da ist es völlig selbstverständlich, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, dass diese Diskussion hatten wir ja auch über die Maskenpflicht am Anfang. Und insofern muss man die unterschiedlichen Meinungen sich anhören, muss sie zusammenfassen und gucken, was der Mainstream der wissenschaftlichen Aussagen ist. Und danach wird man sich richten müssen, denn natürlich wissen die Experten es besser als die Politiker, aber die Politiker müssen die Entscheidungen dann verantworten. Kanzlerin Merkel hat eben die Menschen auch zur Einhaltung der Maßnahmen auf kreative und fantasievolle Weise aufgerufen. Was für ein Signal sendet sie damit? Sie sendet damit das Signal, dass nicht jeder Kontakt verboten werden soll, dass man aber vorsichtig sein soll, dass man sich überlegen soll, wie man das machen kann. Das betrifft ja auch dann die Besuche bei älteren Menschen beispielsweise, die auf Besuch oftmals besonders angewiesen sind, dass man eine Vielfältigkeit von Formen sich ausdenken soll. Also man kann ja die Oma besuchen mit der ganzen Familie, man kann sie aber auch besuchen in Etappen, dass einmal die Enkelkinder hingehen und einmal die Kinder. Und also da gibt es, glaube ich, viel Gestaltungsspielraum, wie man negative Folgen minimieren kann, aber trotzdem den Effekt einer möglichen Ansteckung gering halten kann. Die Kanzlerin hat eben noch mal betont, die Pandemie stelle die Demokratie vor eine Herausforderung. Geht sie mit dieser Herausforderung richtig um? Geht die Regierung damit richtig um? Ich glaube schon, dass man das insgesamt sagen kann. In der Tat ist es ja so, dass das Virus alle 19 ersten Artikel des Grundgesetzes angreift, in dem da Grundrechte eingeschränkt werden, beispielsweise das auf Freizügigkeit, das auf freie Berufsausübung, wenn es wieder um Gottesdienste geht, um freie Religionsausübung. Das ist ein schwerer Einschnitt. Allerdings die größte Beschränkung der Freiheitsrechte ist der Tod. Das darf man auch nicht übersehen und ist auch ein wichtiges Gut, ist auch die Solidarität. Wir können jetzt auch nicht mit den Achseln zucken und sagen, naja, es sind ja nur 10% der Bevölkerung Risikogruppe, jetzt lass die 8 Millionen doch sterben und dann ist gut. Also so geht's auch nicht. Ich glaube schon, dass die Kanzlerin eben auch deutlich gemacht hat, dass ihr das auch bewusst ist, und das erlebe ich ja auch in den Bundesländern, wo die Regierungschefs sich äußern, dass jeder weiß, hier werden Grundrechte eingeschränkt. Das muss für einen überschaubaren Zeitraum sein. Das muss klar begründet sein. Und beides hat die Kanzlerin jetzt versucht. Die hat den Zeitraum von November angegeben. Sie hat gesagt, wir wissen, dass wir das tun. Wir stellen es zur Diskussion. Aber wir hoffen auch darauf, dass wir es dann Ende November so weit im Griff haben, dass man die Einschränkung dieser Freiheitsrechte wieder zurücknehmen kann. Nun sagen einige mit Blick auf den rasanten Anstieg der Infektionszahlen, die Maßnahmen, die hätten früher kommen müssen. Die Kanzlerin hat gestern gesagt, das sei nicht möglich gewesen. Die Politik, die Demokratie sei noch nicht so weit gewesen. Wie soll es denn nun richtig laufen? Naja, die Kanzlerin hat vor 14 Tagen ziemlich frustriert über die mangelnde Kooperationsbereitschaft der Ministerpräsidenten gesagt, naja, dann sehen wir uns halt in 2 Wochen wieder und diskutieren es neu. Genau das ist eingetreten und hat jetzt dazu geführt, dass auch die Ministerpräsidenten eingesehen haben, dass es keinen Zweck hat, hier immer noch extra Würste braten zu wollen. Und insofern, glaube ich, ist das jetzt ein Schritt in die richtige Richtung, auch dass man die Maßnahmen
bundesweit hat. Auch hier gibt es viele Diskussionen. Man kann sagen, wenn in einem Kreis doch nur eine relativ geringe Infektionsrate ist, wieso soll der genauso behandelt werden wie ein Hotspot wie München oder Berlin? Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Regeln leichter akzeptiert werden, wenn sie a, transparent sind, also jeder weiß, wo er dran ist, und auch wenn sie einheitlich sind, wenn wir sozusagen eine gemeinsame Leidensgemeinschaft sind, als wenn auf der anderen Seite der Donau, wo es ein anderes Bundesland ist, andere Regeln gelten. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen an den Politikwissenschaftler Eckhard Stratenschulte. Bitte sehr.